Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Fallout 2 mit mir, dem Yakinator. Ja, und wie ihr seht, stehen wir hier direkt vor den Toren von Vault City, unserem nächsten großen Ziel, bei der Verfolgung der Hauptquest. Und ja, nachdem wir jetzt so ganz viel abgestriffen sind und immer durch die Lande und hier nochmal hin und da nochmal hin, einmal nach New Reno, um Waffen zu holen und dann nochmal quer durch die Lande, Zufallsbegegnungen machen, knapp mit dem Leben davon kommen, stehen wir nun hier und wollen in dieser Session uns ein bisschen der Story widmen. Das heißt, wir werden ziemlich viele Quests erledigen. Das wird sicherlich auch zusammenhängen mit irgendwelchen Kampfeshandlungen, auf die ihr euch dann freuen könnt. Juhu! Und wie gesagt, wir stehen hier vor dem Tor der Vorstadt von Vault City. Das ist ja eingeteilt. Es gibt eine Vorstadt und dann die eigentliche Stadt, wo man aber erst rein darf, wenn man hier in der Vorstadt so ein paar Quests erledigt hat und sich reingemogelt hat oder... Ja, na wie gesagt, schauen wir uns das einfach mal an. Wir gehen mal rein. Haha, Yakinator. Wieder mit vollen Lebenspunkten, aber doch relativ wenig Munition. Und ja, das, wir leiden ein bisschen unter Munitionsknappheit im Moment. Das ist sehr, sehr schade. So, hier können wir das nochmal rausmachen. Dann haben wir mal einen kleinen Überblick. 246 von den 10mm MHG-Dingern. Dann haben wir hier unsere Bowser. Ja, die können wir leider nicht benutzen, da wir viel zu wenig Munition haben. Dann haben wir hier noch 30 von den 44er Magnum geschossen. Mhm. Vollmantelgeschosse, genau. Dann, lalalala, wir gucken mal. Nur noch 14. Eieiei, 14 von den 223er VMG Vollmantelgeschoss-Dingern. Die wir brauchen für unser Jagdgewehr und für unsere Bowser. Also die nützlichste Munition ist derzeit bei uns leider am knappsten. So, und wir müssen mal aufpassen, wenn wir hier Quatsch machen, werden wir auch hier von diesem Geschützturm bestimmt dann aufs Korn genommen. Ein schwerer Laser-Geschützturm. Ups, und jetzt... nee, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich Quatsch gemacht, jetzt habe ich mit der WASD-Steuerung irgendwie die ganze Sache aktiviert, hier diesen Kampf-Runden-Modus. Ja, und wir gehen erstmal ins Begrüßungsbüro. Wer ist das? Ich sehe einen dieser üblen Vorhofbewohner. Haha, was willst du denn von mir? Sowas wie dich brauchen wir hier nicht. Ah, okay. Ein freundlicher Empfang, also los, weiter. Das Tor ist gleich dort drüben. Mach dich dünn, verzieh dich. Sowas wie dich brauchen, okay. Wir gehen erstmal ins Begrüßungsbüro und treten den hochnäsigen Bewohnern von Vault City entgegen. Und warum sind die hochnäsig? Ja, zeige ich euch gleich. Die sind ziemlich hochnäsig. Ja, ganz schön hochnäsig. Meine Güte, sprechen wir mit denen. Ich sehe einen fröhlichen jungen Mann. Ah, hallo und herzlich willkommen in Vault City, dem schönsten Ort in Neukalifornien. Mein Name ist Steve. Womit kann ich dir dienen? Mhm. Ist dieser ganze eingezäunte Bereich etwa die Stadt? Was meinst du mit schönster Ort oder ich suche die Vault? Kannst du mir zeigen, wo sie ist? Ist dieser ganze eingezäunte Bereich etwa die Stadt? Diese Frage ist nicht vorgesehen. Hier steht keine passende Antwort drin. Ha, hast du überhaupt von irgendwas eine Ahnung? Er schaut in sein Handbuch. Wenn der Außenweltler, das bist du, dich beleidigt, das bin ich. Dann verweise ihn an den Hauptbegrüßungsoffizier. Oh, ich verweise dich an Melinda, die Hauptbegrüßungsoffizierin. Oh Gott, und Bürokratie vom Feinsten hier. Er ist uns leider hier rhetorisch nicht gewachsen. So, deswegen gehen wir zu Melinda. Ich sehe eine sehr streng aussehende Frau. Sie wirkt, als ob sie sich seit Jahren kein einziges Mal entspannt hätte. Ja, hallo, ich habe dich noch nie gesehen. Willkommen in Vault City. Kann ich etwas für dich tun? Wer bist du? Wie ich heiße? Naja, ich bin Melinda. Ich bin die Hauptbegrüßungsoffizierin von Vault City. Hört sich nach einem harten Job an. Meine Arbeit ist für Vault City von Nutzen und hat den Vorzug, dass ich mit Reisenden über den Ruhm unserer Stadt reden kann. Ah, komm, manchmal ist es doch bestimmt ein bisschen langweilig. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die ich für Vault City leiste. Du entschuldigst, aber ich habe dringende Aufgaben zu erledigen. Guten Tag. Ah, okay. Also, sie hat sich eben wirklich nicht entspannt angehört. Gut. Da kann man nichts machen. So, was ist denn eigentlich, wenn ich an diesen Spind rangehe? Der ist verschlossen. Gut. Was macht dieser Nuka-Cola-Automat? Da können wir doch bestimmt irgendwas... Nee, den können wir uns nur angucken. Schade, schade. Oder wenn wir hier in ihren Schreibtisch gehen. Vielleicht hat sie da irgendwas dagegen. Nein, hat sie auch nicht. Der ist nämlich auch verschlossen. Gut. Erstmal befinden wir uns jetzt hier auf der Hauptstraße. Hier sind diese komischen Käfige. Was ist denn da los eigentlich? Hallo, Reisender. Komm her, geh deinen Geschäften nach, kein Herumlungern. Rede mit Wallace, wenn du in die Stadt willst. Ah, Wallace. Rede mit Wallace, wenn du in die Stadt willst. Wallace, Wallace, Wallace. Das Begrüßungsbüro ist anscheinend gar nicht so wichtig. Okay. So, hier liegt irgendein Typ rum. Hust, hust, ich sehe Charlie. Hust, hust. Ich sehe immer noch Charlie. Mhm.
Seine Haut ist schlaff und faltig, ausgemergelt und seine zottligen Haare kleben an seinem Kopf. Gut, ja. Wir können ja mal erste Hilfe leisten. Komm mal her, Dicker. Dieser Mann sieht schrecklich krank aus. Ich weiß nicht genau, was ihm fehlt. Also ich schätze mal, er wird irgendwie... was könnte denn sein? Dass er eine radioaktive Vergiftung hat oder so. Aber wir haben keinen Red Away. Schade, schade, schade. Das ist aber doof. Wenn wir den irgendwie aufwecken könnten, ach, dann könnte er uns bestimmt einiges erzählen. So, überall Geschütztürme, wie gesagt. Schon wieder einer dieser üblen Vorhofbewohner. Ah, ist ja eine Vorhofbewohnerin in diesem Sinne. Gut. So, und in der Baracke, was ist da? Ich sehe einen Schreibtisch. Und der ist auch verschlossen. Mensch, die Leute verschließen alle ihre Schreibtische. Ah, hallo Fremdling, ich bin Ed, der Braminhändler. Kann ich was für dich tun? Kennst du einen Händler, der Vic heißt? Er sagt, er hätte diese Wasserflasche bei dir gekauft. Oh ja, ja, so ein fetter Typ war das, oder? Lederweste, Halbglatze, ich erinnere mich an ihn. Was soll mit ihm sein? Okay, kannst du mir sagen, wo die Wasserflasche her war? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Hatte früher eine ganze Menge davon. Habe ich, glaube ich, auf einer von meinen Bramin-Touren irgendwo aufgelesen. Brauchte sie nicht mehr, seit ich mich hier niedergelassen habe. Bramin-Touren? Aha. Als ich noch eine Ecke jünger war, machte ich öfter die große Runde. Broken Hills, Nurino, Redding, Den, Modok, verkaufte überall Bramin und kam dann wieder hierher zurück. Wurde mir aber irgendwann zu gefährlich und seitdem bleibe ich hier. Mhm. Wo liegt denn das alles? Pass auf, ich zeig's auf der Karte. Schau mal, Broken Hills ist da, bla bla. Wenn du dort und dann Nurino, nordwestlich von Reno's Redding, dann geht's nach Norden weiter bis nach Den, dann nach Osten bis Modok und dann noch weiter nach Osten bis hierher zurück. Okay, das hört sich ja wunderbar und interessant an. Danke für die Auskunft. Ja, jetzt hat er erstmal unsere Karte ein bisschen aktualisiert. Dummerweise waren wir in all diesen Orten schon. Und hätten uns das jetzt eigentlich auch sparen können. Verdammt. Okay. Ach, wer ist denn hier? Ich sehe eine müde aussehende Frau. Sie sieht aus, als ob sie geweint hätte. Was willst du? Oh, geht's dir gut? Du siehst traurig aus. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann Joshua. Es hat Ärger gegeben in der Bar. Er hat aus Versehen einen Bürger geschlagen und wurde verhaftet. Er hat es nicht mit Absicht getan, aber er hatte getrunken und... verhaftet? Wo ist er jetzt? In der Stadt Mam für Dienerzuteilung. Sie sagen, er kann seine Gefängnisstrafe als Diener abarbeiten, aber das würde Jahre dauern. Was kann man denn da machen? Ich habe nicht viel Geld übrig und wir müssen bald wegziehen, wenn wir die Wachen nicht mehr für ihren Schutz bezahlen können. Sie haben gesagt, wenn wir bei Joshua bleiben wollen, dann könnten sie uns auch zu Dienern machen. Aha, das klingt doch nicht schlecht. Ich habe gehört, in Wall City behandeln sie Diener ziemlich gut, oder nicht? Diener? Was sind eigentlich diese Diener, von denen sie redet? Sind das etwa Sklaven? Na, werden wir gleich sehen. Ich werde sehen, was ich tun kann. In Ordnung, vielleicht kann ich ja mit jemandem im Amt für die Zuteilung reden. Aha, ich könnte dir helfen, allerdings würde dich das was kosten. Ja, natürlich. Und, tja, so fies bin ich. Ich verlange Geld dafür, denn ich bin hier nicht der gute Samariter. Ich habe nicht viel Geld, lalala. Ich habe dabei nicht an Geld gedacht. Okay, so moralisch verwerflich bin ich jetzt nicht. Macht nichts. Vielleicht kann ich ja mit jemandem im Amt für die Zuteilung reden. Okay, der Mann, der das Sagen hat, heißt Barkos. Officer Barkos, ich komme nicht mal bis in die Stadt vordringen, um mit ihm zu reden. Also ich kann noch nicht mal bis in die Stadt vordringen, Manometer, um mit ihm zu reden. Ich weiß nicht mal, ob es Joshua gut geht. Keine Sorge, ich werde reden, was ich machen lässt. Ich werde sehen, was ich machen lässt. Meine Güte, Lesen war früher auch schon mal besser hier. Und ich sehe Curtis. Ich habe meinen Freund beim Spielen im Vorhof verloren. Er heißt Mr. Nixon. Mr. Nixon hat eine Baseballmütze und eine große Nase. Er ist sehr, sehr, sehr klein. Hast du Mr. Nixon gefunden? Er ist verschwunden. Tschüss. Okay. Mr. Nixon, wer auch immer Mr. Nixon ist, keine Ahnung. Haben wir eigentlich ein Seil dabei? Dann würde ich mal in den Brunnen reingucken hier. Mal sehen, ob da irgendwas ist. Schwupp. Ich nehme einen tiefen... Oh. Oh. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ah. Ich habe eine große Dose Strahlung abbekommen. Na toll. Super, da freue ich mich natürlich. Strahlung, da stehe ich immer drauf. Ah, das war jetzt echt dumm. Ich dachte, in diesen Brunnen kann man reinklettern, aber dass ich jetzt hier irgendwie... naja, gut. Ich sehe einen staubbedeckten Reisenden. Hallo, staubbedeckter Reisender. Ich will in die Stadt rein. Ah, heutzutage kann man sich kaum noch einen Tagesausweis leisten. Ah, Tagesausweis. Den braucht man anscheinend, um in die Stadt reinzukommen. Die Brahmin-Preise sind dauernd am Steigen. Bla bla, bla bla, bla bla. So, wer bist du? Hallo, ich habe dich hier noch nicht gesehen, Fremdling. Ich heiße Cassidy. Ich bin hier der Boss. Was kann ich für dich tun? Mhm.
Ich suche die Vault. Vault? Die einzige Vault, die ich kenne, ist in der Stadt. Ein gottverdammtes Loch. Kann man nicht übersehen, glaub's mir. Aha. Was habt ihr hier zu trinken? Bier 20 Dollar, Schluck Whisky 30 Dollar, nichts Besonderes. Warum möchtest du was? Ach, ich nehme ein Whisky. Bitte schön, trink, das hilft dir vielleicht vergessen, wo du dich befindest. So schlimm kann es doch hier wohl auch nicht sein, oder? Tatsächlich? Also, dann, ich muss mich wohl geirrt haben. Schließlich bist du ja der Experte. Hast du die Razzia letzte Woche etwa verpennt? Razzia? Oh ja, es war fantastisch. Eine Wachpatrouille platzte auf der Suche nach illegalen Substanzen hier herein. Sie traten die Tür ein, zertrümmerten meine ganzen Flaschen und zum Schluss haben sie auch noch ein paar von meinen Kunden eingebuchtet. Und was passierte dann? Nachdem sie den einen Typen Joshua wegen Widerstand bei seiner Festnahme in die Arrestzelle geschleppt hatten, haben sie mir auch noch ein Bußgeld aufgebrummt, weil sie, das musst du dir mal reinziehen, echten Whisky hier bei mir gefunden haben. Dabei habe ich vor 3 Monaten eine Genehmigung von Stark erhalten. Diese Schweine! Wer ist denn dieser Stark? Ah, das werden wir nachher bestimmt noch rausfinden. Wow, was du nicht sagst. Und es kommt noch besser. Jetzt schulde ich den Wachen das Bußgeld und ich musste bei einem Händler eine neue Kiste Alkohol zum dreifachen Preis kaufen. Und ich rechne damit, dass die Wachen bald wieder auftauchen, nur um mir das Leben zur Hölle zu machen. Oh Gott, wie läuft es denn normalerweise? Selbst an guten Tagen läuft das Geschäft eher beschissen. Die Bürger trinken nicht viel, also bin ich darauf angewiesen, die Händler auszuschenken. An Händler auszuschenken. Dem nächsten knausrigen Vollidioten, der über die Preise meckert, reiß ich den Hintern auf. Warum bist du noch hier, wenn dich das alles so annervt? Ich habe Herzprobleme, brauche Spezialmedikamente, um die Pumpe am Laufen zu halten. Nur hier in der Stadt gibt's ausreichende medizinische Versorgung. Deswegen habe ich mich hier niedergelassen. Ah, hört sich ja trotzdem so an, als hättest du die Nase voll von hier. Ich hatte Lust, den Laden einfach dicht zu machen und die ganze Stadt zur Hölle zu schicken. Die können mich alle mal kreuzweise. Warum gehst du nicht? Soll ich allein ins Ödland gehen? Ha, der Ort hier hängt mir zum Hals raus, aber ich bin doch nicht blöd. Ich zieh bald wieder weiter. Warum kommst du nicht mit? Hey, meinst du das ernst? Klar, warum nicht? Siehst aus, als ob du ein guter Kämpfer wärst. Alles klar, ich bin dabei. Yeah, lass uns die Sache angehen. Wow. Und wir haben einen neuen Begleiter. Ich muss mal mit dir über deine Ausrüstung reden. Ich möchte wissen, mit was für Waffen du umgehen kannst. Schrotflinten und Gewehre, hab dafür eine besondere Vorliebe, aber ich bin auch mit Pistolen nicht schlecht. Noch irgendwas? Ja, Schlagringe und Stepp, also, ja. Unbewaffneter Zweikampf scheint anscheinend auch sein Ding zu sein. Und kleine Waffen. Super, sonst noch was? Naja, mit Speer, also Nahkampfwaffen gehen auch bei ihm. Okay. Nicht schlecht, wenn man mit dem Speer umgehen kann. Du sagst es, solange du mich nicht als Wilden bezeichnest, werden wir gut miteinander auskommen. Wusstest du, dass ich aus seiner Sippe stamme? Mach dich bloß nicht über den alten Cassidy lustig. Du bist doch kein Sippling. Doch, bin ich. Oh, naja, scheiß drauf. Okay, ich entschuldige mich bei dir. Wollte ich nicht beleidigen. Ach, komm, Cassidy. Das eine Mal war nicht so schlimm. Ich werde dich auch noch ganz oft beleidigen. Da kannst du drauf vertrauen. So, ja gut, ich glaub dir. Hör mal, ich hätte da noch ein paar Fragen. Ich möchte... Ach, eigentlich ist es gar nicht... Ich werde mal gucken, was er am Start hat hier. Eine Schrotflinte. Ach, super. Guck mal, da gebe ich ihm hier gleich das hier. Wunderbar. Und die hier kann er auch noch schleppen. Ja, Schlachring wollte er ja auch haben. Gut, dann hätten wir unseren ganzen Ballast erstmal... Naja, fast unseren ganzen Ballast. Wären wir damit losgeworden. Gut. Dann reden wir weiter. Achso, nee, Quatsch, jetzt haben wir das... Autsch. So, okay, nochmal. Das und das und das und das. So, du hast nicht mehr Trade. Okay. Dann werden wir mal gucken. Vielleicht hast du dir gleich mal die beste Waffe hier rausgesucht, die ich dir gegeben habe. Use Best Armor. Okay, Kampfgewehr. Genau, das tolle Kampfgewehr. Das kriegt er jetzt. Und wir gucken mal, wie hier seine Disposition ist. Burst, passt auf, dass du mich nicht triffst. Genau, Runaway, Distanz und dann Nahkampf. Distanz alleine. Wen du willst und Stimpex, wenn schwer verletzt. Gut, so machen wir das, lieber Cassidy. Okay, dann wieder in den Redemodus zurück. Ich möchte, ach, ja, hier Abstand ändern. Bleib in meiner Nähe. Alles klar, ich halte mich dicht bei dir. Du rechnest bestimmt mit Error. Das wär's erstmal. Okay, super. Mensch, Cassidy. Jetzt sind wir zu zweit. Und Cassidy ist bei mir. Da, staubbedeckter Reisender, staubbedeckter Reisender. So, ich hoffe, wir können jetzt mal hier zu Cassidy. Oh, jetzt sehen wir ja gleich aus. Das ist jetzt natürlich komisch. Na gut. Da müssen wir jetzt erstmal mit umgehen. Also, ich bin hier der Typ in der Rüstung und naja. Der Schreibtisch ist verschlossen. Das heißt, wir werden mal unseren Lockpick-Skill aktivieren und mal gucken, ob wir diesen Schreibtisch... Oh, ich habe das Schloss nicht öffnen können. Öffnen? Oh, ich mach's einfach nochmal.